Arena Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, Fellner live am Montag. Wir starten in die zweite Woche des Ibiza-Untersuchungsausschusses. Und diese Woche wird spannend. Nicht nur, weil übermorgen der Peter Pilz dort zum ersten Mal auftauchen kommen wird. Willkommen, Peter Pilz, bei Fellner live. Freue mich jedes Mal, wenn du da bist. Also nicht nur, weil Peter Pilz dort auftauchen wird. In welcher Funktion, wenn ich fragen darf? Jetzt als Journalist. Ich habe die Seiten gelesen. Als Journalist. Das ist ja bekannt. Nach unserem Ausscheiden aus dem Parlament, das war eine große demokratische Entscheidung, habe ich beschlossen, so, jetzt will ich es wissen, es bleibt bei der Kontrolle, es bleibt beim Aufdecken, Es bleibt bei der investigativen Arbeit. Aber als Journalist. Deshalb habe ich Zack Zack gegründet. Also Zack Zack, halt uns bitte ein bisschen besser Zack, Zack in die Kamera, gegründet. Wir uns auch sehen. Und bei Zack Zack AT. Ja. Publizieren wir jeden wunderbar. Tag, was so, in zack, dieser zack, Republik Athena passiert. Da gibt es mittlerweile viele Fans, Posten, Freunde, Kokain. So kann man ungefähr den Urausschuss derzeit richtig zusammenfassen, zur Freude aller Journalisten. Also du rockst den Urausschuss am Mittwoch als Journalist. Naja, ich mache das, was andere Journalisten auch machen. Natürlich habe ich einen gewissen Vorteil, weil ich viel von innen kenne und weiß, was dort passiert. Aber ich muss wie alle mir die Akten anschauen, mir die Auskunftspersonen genau anhören und versuche an diesem Aufklärungsprozess, der für unsere Republik unglaublich wichtig ist, halt jetzt von dieser Seite her mitzuwirken. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Also Peter Pilz am Mittwoch zum ersten Mal beim Urausschuss als Journalist auf unserer Seite. Traue mich trotzdem wetten, dass wahrscheinlich mehr Leute dich interviewen werden als so manchen der dort Auftretenden. So, es wird spannend, denn dieser Urausschuss wird doch deutlich dramatischer, als man am Anfang gedacht hat. Viele haben gedacht, es wird wie immer wie das Hornberger Schießen enden. Wir haben ja schon so und so viele Urausschüsse mittlerweile am Buckel. Du mehr als ich, aber nichtsdestotrotz. Ja. Und man hat gedacht, da wird nichts rausgekommen. Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Das ist ein sehr, sehr spannender Urausschuss, Peter. Gell? Na ja, klar, weil ich kenne den Casino-Akt jetzt in- und auswendig. In- und auswendig. Und wenn man sich allein den Casino-Akt anschaut, das ist ein Sittenbild dieser Republik und es ist ja was Seltsames passiert, wo die ganze Welt den Kopf schüttelt. Da fahren zwei Spitzen der Freiheitlichen Partei nach Ibiza, sagen vielleicht das erste Mal in ihrem Leben die Wahrheit und das ist ihr Ende. Das war ihr sofortiges politisches Ende, dass sie die Wahrheit gesagt haben über Postenschacher, über Parteibuchwirtschaft, über illegale Parteienfinanzierung und. So. Und zu solchen Geschäften in Regierungen, und das hat man offensichtlich vergessen, gehören ja zwei. Das war ja nicht so, wie es viele in der ÖVP heute erzählen, dass das eine Regierung war, die FPÖ mit der Freiheitlichen Partei gebildet hat und wo nur Freiheitliche dann geschachert haben. Die Hauptpartei ist die ÖVP und das ist die spannende Frage dieses Ausschusses. Die Dokumente, die ich kenne und die Zeugen und Zeuginnen, die noch kommen werden, die können die Beweise liefern, dass die FPÖ die kleinen Stücke vom Kuchen mit unglaublichem Radau eingefordert und Ratzeputz weggefressen hat, aber dass die Mutterpartei der Korruption, der illegalen Parteibuchwirtschaft, die Österreichische Volkspartei, unter der Führung ihres Chefs war. Du meinst, die hat den Kuchen verschnabuliert als ein ganzes Ding. Schau, du hast immer ein seltsames... Die Marzipanverzierung ist für die FPÖ übergeblieben. Schau, die Geschichte ist relativ einfach. Wenn ein Futterdruck dasteht und da sind die Steuermilliarden drin und es fällt ein bisschen was und die Spuren führen alle in eine Parteizentrale, dann weißt du, die SPÖ war da. Weil die S sagen, oder F? Die SPÖ, S. die sind immer ziemlich botschert und haben dann ein schlechtes Gewissen. Wenn eine Riesensauwirtschaft ist, der Großteil vom Futter gefressen ist, ein Teil liegt auf der Erde und der Großteil des Drogs ist auch gefressen, dann waren es die Freiheitlichen, weil die in einer unfassbaren Gier, so dass jeder zuschauen kann, alles zusammenfressen, was es nur irgendwie gibt. Wenn aber der Drog sauber ist, kein Futzel Futter mehr drin ist und nur ganz wenige Spuren ganz fein irgendwo hinführen, dann kannst du Gift draufnehmen,
Das war die ÖVP. Das sind auch in der Korruption die einzigen Profis. Gut, jetzt fangst du da morgen zum Aufdecken an und ich freue mich schon sehr drauf und viele warten da mit Spannung drauf. Du willst ja morgen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, beginnen nachzuweisen, dass diese ganze Casino-Geschichte eine Riesenaufteilaktion zwischen Türkis und Blau war, wofür es sogar eigene private Treffen und Gremien gegeben hat. Ja, ich habe das jetzt gemeinsam mit meiner Redaktion zack, zack in den letzten Monaten recherchiert und das Bild ist jetzt eigentlich schon ziemlich klar. Am Anfang, und das sagt mir auch einer, der direkt dabei war, am Anfang hat man sich geeinigt, geheim, auf einen Pakt zwischen ÖVP und FPÖ. Dieser Pakt hat geheißen, wir teilen uns die Posten in den Unternehmen der Republik Österreich im Verhältnis 2:1 auf. 2:1 immer, wer den Minister stellt. Also blauer Verkehrsminister, ÖBB, ASFINAG und so weiter, 2:1 für die FPÖ. Finanzministerium mit OMV, mit Verbund, mit Post, mit Telekom und den Casinos natürlich, 2:1 für die ÖVP. Und jetzt gibt es was Spannendes. Da haben sich immer sogenannte Sechserrunden getroffen. Mhm. Kurz, Blümel, ein Kurzvertrauter, der so sein Mann im Hintergrund ist, Kickl, Strache, Hofer, die Sechserrunde. Die haben sich ab und zu im Bundeskanzleramt getroffen, aber einmal auch bei Strache in der Privatwohnung, einmal in der Meidlinger Privatwohnung von Sebastian Kurz. Und da ist über das Eingemachte geredet worden. Und da ist der Kuchen verteilt worden. Die haben dort nicht Pizzas aufgeteilt, sondern Österreich. Und das ist jetzt Aufgabe des Untersuchungsausschusses, sich diese Herrschaften aus der Sechserrunde einen nach dem anderen herzuholen und sie unter Wahrheitspflicht zu befragen. Und dann gibt es eine Ebene drunter. Das waren die Proporz-Spezialisten der beiden Parteien. Das Spannende ist, und das sieht man auch in Chats und E-Mails, der Proporzmann, der für die Verteilung zuständig ist, von Seiten der ÖVP, war ein gewisser Thomas Schmidt. Der Thomas Schmidt, über den wir berichten, Posten, Freunde, Kokain, wo jetzt Profil und Standard berichtet haben über Kokainfunde. Und da kommt sehr viel zusammen. Illegale Parteienfinanzierung, Parteibuchwirtschaft und möglicherweise in Einzelfällen. Jetzt bist du ein Mensch, der sich sonst sehr aufgeregt hätte, wenn er sagt, da fladert die Polizei jemand das Handy. Kommt dann darauf, dass da ein, zwei private Chats für vielleicht irgendeine Kleinigkeit Kokain waren und spült es dann an die Medien. Nein, ist ja eigentlich nicht sauber und nicht anständig. Oh ja, da muss man sehr aufpassen. Ich bin für einen maximalen Schutz der Privatsphäre. Eben. Aber da geht es um was anderes. Da geht es nicht nur darum, dass ÖVP und FPÖ Parteien sind, die immer gesagt haben, härtestmöglich gegen illegalen Drogenkonsum. Nein, aber weh, lies einmal ausnahmsweise die eigene Zeitung, da ist das alles drin gestanden. Ja. Sondern das Gefährliche bei Drogen in der Politik und an der Spitze der Verwaltung ist, die Leute machen sich erpressbar. Und das ist gefährlich. Das ist ein Sicherheitsrisiko. Na, jetzt soll man die Kirche mal im Dorf lassen. Das ist, weil einer vielleicht einmal ein bisschen Kokain schnupft, ist nein, er noch nicht erpressbar. Ich bin absolut dagegen, das also zu verharmlosen. Du sagst, der Thomas Schmidt war also der Postenverteiler der ÖVP. Und wer war es auf der blauen Seite? Aus den E-Mails und aus den Chatprotokollen geht hervor, der spätere ÖBB-Vorstand Arnold Schiefer aus der Freiheitlichen Partei. Er hat das dort gemacht, deiner Meinung. Das ist ganz gut dokumentiert. Jetzt ist es Aufgabe des Untersuchungsausschusses, sich die alle zu holen und die zu fragen, Schiefer, Schmidt, Kickl, Hofer, Blümel, Kurz, Strache. Wie habt ihr das gemacht? Was habt ihr gemacht? Und dann stellt sich eine ganz große Frage, ist der Republik Österreich neben der normalen Parteibuchwirtschaft? Ist der Republik Österreich ein Schaden entstanden? Weil dann wird's sehr, sehr ernst. Das ist ja ganz spannend, weil das ist ja eigentlich das Metathema.
Weil eigentlich dachte man ja, es geht ums Video vom Stache. Dann dachte man, okay, es geht um die Casino AG. Aber du sagst, in Wahrheit müsste man untersuchen, wie sich ÖVP und FPÖ gleich nach dem Ende der Großen Koalition, wo ja jede Menge rote Posten zu besetzen waren, die Republik neu aufgeteilt hat. So ist es. Ja? Jetzt soll man nicht so tun, als... Und du sagst, die haben sich die Republik aufgeteilt. Jetzt soll man nicht so tun, als hätten jetzt ÖVP und FPÖ Parteibuchwirtschaft erfunden. Na, die hat es schon vorher gegeben. Aber mit einer derartigen Härte und ohne Rücksicht auf Qualifikationen, das so durchzuziehen, das ist extrem verantwortungslos. Weil ich muss dir und dem Publikum nicht erzählen, was das bedeutet, wenn man Leute, die außer Partei nichts gelernt haben, an die Spitze von wichtigen Unternehmen setzt. Das kann nur schiefgehen, das richtet Schaden an und das beschäftigt jetzt die Gerichte. Gut, jetzt geht es vordergründig um die Casino AG. Ja? Die ja der eigentliche Untersuchungsgegenstand ist. Und um Strache-Video, zu dem kommen wir. Ja? Casino AG, da bist du ja der Meinung, dass das sozusagen ein Kriminalfall ist, weil da echte Korruption im Spiel war. Da ist auch die Strafjustiz der Meinung, deswegen gibt es ja die ganzen Beschuldigten, die sagt, da hat es nicht nur Parteibuchwirtschaft gegeben, sondern da ist es, und das ist der Verdacht, darum gegangen, Gesetze zu beeinflussen. Und das ist der zweite Verdacht, und da wird es kriminell. Es soll auch ein schwerer Schaden für die Casinos und damit für den Eigentümer, die Republik Österreich, entstanden sein. Deswegen ist die Staatsanwaltschaft... Woraus der Schaden? Weil man andere Vorstände entfernen hat müssen. Und das hat sehr, und das hat sehr viel gekostet. Das war nicht billig. Wenn man sich die Abfertigungen anschaut und wenn man sich anschaut, was der Herr Hoscher, da wird er der SPÖ zugerechnet, nachher noch gekriegt hat an arbeitslosem Einkommen, da stellt es einem die Haare so auf. Das ist extrem heikel. Wir kommen aber immer mehr drauf, und da wird der Untersuchungsausschuss auch drauf kommen. Die Casinos sind ein Unternehmen von vielen, mit denen auf diese Art und Weise umgegangen worden ist. Und die zentrale Frage ist bald nicht mehr Casinos, sondern die ÖBAG, die Bundesanteilsverwaltung, das Unternehmen des Finanzministeriums, das sämtliche Anteile an den großen Unternehmen, OMV, alles Post, Telekom, Casinos. Und da ist einiges passiert. Und das ist wieder die Affäre Schmidt, jenseits aller Drogenvorwürfe. Da geht es um eine genaue Untersuchung, was ist hier im Herzen der Republik mit den Unternehmen passiert. Bei der Casino AG glaubst du ja, dass letztendlich zumindest ein Teil des Ganzen, nämlich die Novomatic, Spenden an politische Parteien geliefert hat. Aber eigentlich gibt es ja noch einen viel mächtigeren Teil, nämlich die Tschechen, die ja dort die Mehrheit haben. Ja, und das ist ja eine ganz eigenartige Geschichte, die bis jetzt noch nicht erzählt ist. Der ÖVP ist es gelungen, öffentlich den Eindruck zu erwecken, da sitzen die armen Casinos. Und da kommt die Freiheitliche Partei mit der Novomatic und sagt, das Wichtigste auf der Welt ist, einen unfähigen Parteifunktionär der Freiheitlichen Partei dort in den Vorstand zu setzen. Als Finanzvorstand, ne? Ja. In Wahrheit ist was völlig anderes passiert. Es hat Mitte 2018 einen schweren Konflikt zwischen drei Eigentümergruppen der Casinos gegeben. Dem tschechischen Mehrheitseigentümer Saska. Ja. Der Novomatic als österreichischem Glücksspielkonzern und den Vertretern des Finanzministeriums, das heißt der ÖBIP, der späteren ÖBAG. Die letztendlich ja auch die Gesetze geschrieben haben. Ne? Und da haben sich jetzt zusammengetan, zur Überraschung der Tschechen, die Novomatic und das Finanzministerium, haben eine Mehrheit gehabt. Und die ÖVP hat diese Situation genutzt, um die stellvertretende Parteichefin von Sebastian Kurz, die Frau Glatz-Kremsner, zur Casino-Chefin zu machen. Das, was immer verkauft worden ist als freiheitlicher Überfall auf die Casinos, war eine ÖVP-Machtübernahme in den Casinos.
Und Monate später sind dann die Freiheitlichen gekommen, ist der Strache gekommen und hat gesagt, ja, aber wir wollen ja auch was vom Kuchen. Jetzt gebt uns auch was. Ihr habt den Kuchen, gebt uns wenigstens die Breseln. Ja. Und da hat es dann 6er Runden gegeben, Geheimtreffen, Chats, da gibt es Protokolle. Wobei alles wir zur Ehrenrettung der Frau Glatz-Kremsner, die ja eine Sendung von uns auch geklagt hat, wie du weißt, sagen muss, die versteht natürlich wirklich was vom Geschäft, weil ich glaube, die ist 20 Jahre in der Firma drin, ja, und war die logische Nachfolgerin so oder so. Nein, die logische Nachfolgerin war sie wahrscheinlich nicht. Na schon. Nein, weil es gar nicht um eine Nachfolge gegangen ist. Es hat laufende Verträge gegeben. Die laufenden Verträge sind mutwillig verkürzt worden. Daraus ist ja auch Schaden entstanden. Der Herr Laback ist entfernt und worden. Das, ja. Angeblich wäre er unfähig geworden, sagt man und, dazu. Und, ja. Und deshalb, und das andere, da hast du natürlich recht, im Vergleich zum freiheitlichen Vorstandsdirektor war die Kurzstellvertreterin Glatz-Kremsner natürlich eine Koryphäe des Glücksspiels, aber natürlich auch des politischen Glücksspiels. Und das ist der Punkt, aber da gibt es ein Verfahren, das die Frau Glatz-Kremsner auch gegen Zack-Zack angestrengt hat, ziemlich teures übrigens, aber das können sich die Herrschaften offensichtlich leisten. Das wird die unabhängige Justiz klären. Wir werden den Wahrheitsbeweis antreten und ich werde persönlich vor Gericht die Frau Glatz-Kremsner unter Wahrheitspflicht befragen. Spannend. So, jetzt ist das Ganze natürlich noch zusätzlich dramatisch dadurch, als ja über dem Ganzen auch dieses Video von Ibiza schwebt, wo es ja Leute gibt, wie diesen EU-Infothek-Verfasser, der ja mittlerweile der Meinung ist, dieses Video könnte möglicherweise von illegalen Glücksspielbossen oder Firmen gedreht worden sein, als Rache dafür, dass sich die das so aufgeteilt haben, dass die Online-Glücksspielindustrie nicht vorkommt in dem Gesetz. Hältst du das für möglich? Ich halte das für ziemliche Hokuspokus-Geschichten. Mhm. Natürlich ist es wichtig, noch einiges über die Hintergründe des Ibiza-Videos herauszufinden. Mhm. Und es wird noch ein paar große Überraschungen geben rund um das Video. Aber ich halte das nicht für die entscheidende Geschichte. Ich glaube, dass jetzt... Was für Überraschungen wird es da geben? Wer alles von dem Video gewusst hat, wie früh das Video schon bekannt war, das sind sehr, sehr spannende Fragen, die werden den Ausschuss noch beschäftigen. Du hast ja unter anderem auch eine Frontalattacke da bei Zack Zack gegen das Innenministerium geritten. Da wird es ja morgen spannend, weil morgen wird ja der zuständige Vertreter der Sokotep, der Herr Holzer, dort erscheinen und einmal erklären müssen, warum er dieses Video so lange unter Verschluss gehalten hat. Das ist ja etwas, was du für einen eigentlich innenpolitischen Skandal Nummer 1 hältst, nicht? Dass das über 2 Monate dort gelegen ist. Das sind Sachen, die in einem Rechtsstaat niemals passieren dürfen. Allein die Vorstellung, dass Ibiza-Video landet bei der Kriminalpolizei und wird der Justiz und der Justizministerin gegenüber verheimlicht, die wird nicht einmal informiert. Und weil das Innenministerium so tut, als müsste es dem Untersuchungsausschuss nicht direkt alles gleich liefern, sondern nur über die Justiz, kann die Justiz das Video dem Ausschuss nicht geben, weil sie ja gar nichts davon weiß. Ich meine, da führt man die Justiz und das Parlament an der Nase rum. Und jetzt hat schon am Anfang der Untersuchung im vorigen Jahr die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft den Herrn Holzer, das ist dieser Sokotep-Leiter, genau, schriftlich gefragt, Herr Holzer, sind da Parteimitglieder in Ihrer Soko tätig? Und wenn ja, welche Leute sind es? Weil die WKStA das Gesetz kennt und im Gesetz steht, es darf nicht einmal den Anschein einer Befangenheit geben. Und es darf keine türkise Soko und es darf auch keine blaue Soko geben, wenn es um Türkis und Blau bei der ganzen Affäre geht. Und dann sind Sachen passiert
rund um die Sokotep und mögliche ÖVP-Anhänger in der Sokotep, die werden den Ausschuss noch beschäftigen. Und dann sind noch andere Sachen passiert. Und der entscheidende Punkt ist ein ganz anderer. Du wirst es ja, wirst dich erinnern können, bei der Aussage von Strache hat er erklärt, er wundert sich, dass die Chats zwischen Kurz und ihm weder dem Gericht noch dem Ausschuss vorliegen. Und ich bin jetzt gerade auf der Suche in den Akten, wo können diese Chats zwischen dem Bundeskanzler und dem Vizekanzler verschwunden sein. Und ich schaue mir jetzt einen Akt nach dem anderen durch. Und ich bin mir sicher, dass der Herr Inspektor oder Chefinspektor Holzer, der Soko-Chef, im Ausschuss sehr genau gefragt wird. Wo ist das geblieben? Und sind Beweismittel verschwunden? Und ist es möglicherweise zu einer Beweismittelvernichtung gekommen? Das sind die Fragen, die geklärt werden müssen. Du bist ja der Meinung, diese Sokotep ist praktisch eine Parteiorganisation. Das muss geklärt werden. Die Sokotep ist entweder ein Instrument der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zur Aufklärung von Korruptionsdelikten. So sollte es sein. Ja. So wäre es vorgesehen. Oder das sind kriminalpolizeiliche Bodyguards, politische Bodyguards des Bundeskanzlers. Das darf nicht sein. Ich möchte der Untersuchung nicht vorgreifen, aber ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, wenn ich mir dieses Sokotep anschaue. Und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vertraut dieser Soko nicht. Da gibt es ja einen schweren Konflikt. Das sollte nicht so sein. Jetzt schaut es im Rechtsstaat so aus. Die Kriminalpolizei ist ein reines Instrument der Staatsanwaltschaft und hat ihr zu berichten. Und wir müssen uns anschauen, ob die nicht statt der Staatsanwaltschaft dem ÖVP-Innenminister berichtet. Und die Schlüsselperson, und auf den wird sich das zuspitzen, ist natürlich Innenminister Nehammer. Der Herr, der sich jetzt als Herr Fakehammer schon einen neuen Namen gemacht hat. Mit jeder Menge Fake-Nachrichten und so weiter. Und das muss der Untersuchungsausschuss genau anschauen. Weil sollte sich herausstellen, dass eine Soko des Innenministeriums politisch missbraucht wird, dann ist höchster Alarm im Rechtsstaat. Wie ist denn diese Sokotep deiner Meinung nach zu diesem Video gekommen? Und warum ist die zwei Monate draufgesessen, ohne es an die Öffentlichkeit das zu ist geben? Mir, warum? Das ist mir vollkommen unerklärlich, weil das erste in einer Situation wie dieser, die Ermittler des Innenministeriums, die Soko, kriegt das Video, und zwar das komplette, ist eine sofortige Verständigung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die das Verfahren leitet, und der Justizministerin. Na, und eigentlich in so einer Klausel ja wohl auch der Öffentlichkeit, würde ich mal selbstverständlich. Wenn alle dieses Video suchen. Auf der einen Seite hast du jede Woche irgendeine unsinnige Geschichte, die der Innenminister erfindet, um irgendwem zu schaden oder von irgendwas abzulenken. Und dann passiert einmal in dem Ministerium was Wichtiges, nämlich das Ibiza-Video taucht auf. Und plötzlich, Omerta, Schweigen. Plötzlich wird nicht mehr geredet. Das stinkt dermaßen gegen den Wind. Da hat der Untersuchungsausschuss in aller Ruhe jetzt sehr viel zu tun. Und ich sage dir eines, was wie das Problem heißt, für Nehammer, für Blümel, für Kurz, für Schmidt, für Hofer, für Kickl, wir haben alle gemeinsam ein Problem. Das heißt Wahrheitspflicht. Die sind alle unter Wahrheitspflicht. Und sie müssen sich ganz genau überlegen, ob sie die Wahrheit sagen. Jetzt tun sich die Beschuldigten natürlich wesentlich leichter, weil ein Beschuldigter wie der Strache hat natürlich das Recht zu sagen, ich als Beschuldigter will mich selbst nicht belasten und deswegen verweigere ich die Aussage. Das ist zu respektieren. Beim Bundeskanzler, beim Finanzminister, beim jetzigen FPÖ-Chef und beim jetzigen FPÖ-Klubobmann gilt das nicht. Die sind keine Beschuldigten. Du, wie wird denn dieser Untersuchungsausschuss ausgehen? Wird da wirklich was rauskommen? Und
ist dort überhaupt noch die Power vorhanden, wirklich was aufzudecken? Denn die Triebfeder des Aufdeckens, die Grünen und dann in der letzten Legislaturperiode die Liste Pilz, die Liste Pilz gibt es nicht mehr und die Grünen sitzen jetzt ja auf der Regierungsbank. Das heißt, da hat sich ja elementar etwas geändert. Und da muss jetzt eine Partei die große Aufdeckerrolle spielen, die damit ja bis jetzt noch keine sehr große Erfahrung hat, nämlich die SPÖ. Ja, aber ich sehe das eigentlich sehr entspannt. Erstens, SPÖ und NEOS haben gute Abgeordnete. Der Abgeordnete Greiner von der SPÖ und die Abgeordnete Crisper von den NEOS, die machen das sehr gut. Und die werden viel herausbringen. Und was wir mit Zack-Zack-Untersuchungen und Veröffentlichungen zur Unterstützung von außen beitragen können, das werden wir machen. Das andere sind die Grünen. Das tut mir weh, das tut mir wirklich persönlich weh. Aber dass die Grünen nach einem halben Jahr Regieren draufkommen, dass in einem Kurzbeiwagerl kein Lenkrad ist, na, das hätte ich einer früher sagen können. Und das Problem ist passiert, ist entstanden eigentlich bei den Regierungsverhandlungen. Da ist ganz schwach verhandelt worden. Der Kurz hat den Kogler nicht über den Tisch ziehen können, weil ihm der Kogler schon entgegengeflogen gekommen ist. Das war ja das Problem. Und jetzt haben die Grünen zugestanden, dass die ÖVP mit den Freiheitlichen in der Ausländerpolitik extra Koalitionen schließen kann. Gegen die Grünen. Und die Grünen sind nicht auf die Idee gekommen, selbstbewusst herzugehen und zu sagen, dafür ist die parlamentarische Kontrolle vom Regierungszwang ausgenommen. Dafür stehen wir. Wir schützen das Parlament. Die Grünen haben im Wahlkampf versprochen, die Kontrolle ist grün. Jetzt ist die Behinderung der parlamentarischen Kontrolle grün. Und ich weiß, dass bei den Grünen viele extrem unglücklich über diese Entwicklung sind. Und ich appelliere an die Grünen, sich das zu überlegen. So kann es nicht weitergehen. Dir muss ja das Herz bluten, lieber Peter. Ja, das ist wenn so. Du das siehst, du sitzt in Madrid. Ich meine, es juckt dich ja wahrscheinlich nicht nur in den Fingern, sondern überall. Und die Grünen schlafen dort sehenden Auges ein, weil sie sich einfach mit ihrem Partner nicht anlegen wollen. Schau, ich kann ja nach wie vor was beitragen. Ich mache es jetzt als Herausgeber von Zack, Zack. Das ist kein Ersatz für parlamentarische Kontrolle, sondern eine andere Rolle. Aber ich glaube, unsere Redaktion macht das toll. Das sind Leute bei uns in der Redaktion, um die uns inzwischen jede Zeitung dieses Landes beneidet. Mit den Grünen kann es so nicht weitergehen, weil schon aus Selbsterhaltungsgründen müssen die Grünen jetzt im Parlament beginnen, im Untersuchungsausschuss auch ernsthaft die Fragen zu stellen. Die müssen doch auch wissen wollen, was ist unter Türkisblau passiert. Die können ja nicht sagen, wir sind die Bodyguards der ÖVP. Das geht ja nicht. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem bei den Grünen. Die Leute, die Grünen jetzt führen, aus dem Hintergrund, das sind als Personen die Sorgnägel, die auch für die Wahlniederlage 2017 verantwortlich sind. Und zwar? Das sind Leute wie Dieter Prost, der Kabinettschef von Werner Kogler, genau die Verlierer von 2017. Der ist jetzt schon weg, jetzt ist ja schon der Wallner da. Ja, aber genau das sind die Leute, die Führung übernommen haben und die Strategie entwickelt haben. Und es wäre eine wichtige Aufgabe jetzt von Werner Kogler, Rudi Anschober, Alma Saad, die haben ja gute Leute und die haben eine wirklich tolle Umweltministerin, die Frau Gewessler. Die könnten jetzt einmal hergehen und sagen, so, wir kommen da im Untersuchungsausschuss auf Dinge drauf, die auch uns überraschen. Das muss alles Konsequenzen haben. Alma Sadic hat als Justizministerin angekündigt, und es gibt schon auch Hoffnung, wir werden einige Gesetze radikal ändern. Und da mache ich einen Vorschlag. Ein bestimmter Typus von Politiker fürchtet sie nur, wenn er Gefahr besteht, dass er persönlich ins Gefängnis geht. Das ist so. Also muss Parteibuchwirtschaft, muss illegale Parteienfinanzierung und muss Mandatskauf, das alles muss strafbar werden.
mindestens 5 Jahre Freiheitsstrafe, weil dann werden sich die Herrschaften überlegen, ob sie noch jemals wieder dieses Risiko eingehen. Heute sind das alles Kavaliersdelikte und deswegen haben wir eine Regierung der Kavaliere. Wenn das einmal mit Freiheitsstrafen bedroht wird, dann wird sich was ändern. 2 Schlussfragen, Peter. Erstens, von dir stammt ja dieser berühmte, legendäre Satz Oppositionsbank, Regierungsbank, Anklagebank, was die FPÖ anbelangt. Glaubst du, dass der Strache im Häfen landet? Das weiß ich nicht. Und da würde ich mich in ein Strafverfahren einmischen. Es spricht sehr viel gegen ihn, es gibt sehr viel an belastendem Material. Ich möchte nichts in der Welt mit ihm tauschen, aber ich wollte nie mit ihm tauschen. Aber in einem Punkt hat er ja recht. Das war nicht er allein. Und diese Strache-Weglegung, die jetzt von der FPÖ und von der gesamten ÖVP betrieben wird, so auf die Art, 2 marodierende Freiheitliche auf Ibiza machen die restliche FPÖ und die gesamte ÖVP zum Opfer und jetzt müssen wir die 2 einsperren und die Opfer sollen weiterregieren. Das ist doch ein Kasperltheater. 2. Frage, Schlussfrage. Der Strache kandidiert am 11. Oktober wieder in Wien. Juckt es dich auch schon, wieder in die Politik zurückzukehren? Wien wird sich ja leider nicht ausgehen, aber die nächste dann vielleicht vorverlegte Nationalratswahl, die aus dem Untersuchungsausschuss ja resultieren könnte? Ganz einfache Antwort, nein. Und zwar aus einem einfachen Grund, schon. Zack, zack, ist für mich das neue Herzensprojekt. Wir haben jetzt 2 Millionen Unique Visitors. Wir haben 500.000 wiederkehrende Leser und Leserinnen. Wir haben Zuwachszahlen, von denen alle träumen. Wir bringen da wirklich was Neues zusammen. Also du bist zum Digitalverleger geworden. Ja, du hast ein journalistisches Herz. Und so wie es ausschaut, ist das ein Erfolgsprojekt. Und das, was ich 33 Jahre im Parlament getan habe, kontrollieren, nachspüren, den Mächtigen auf die Finger klopfen, das kann ich wunderbar mit zack, zack, so. Und das mache ich auch weiter. Also, kein politisches Comeback? Nein. Gut, das war Peter Pitz, aber hoffentlich, ich sehe ihn bald wieder hier bei Fellner Live. Es wird spannend, diese Woche im Untersuchungsausschuss. Der Peter Pilz wird im Journalistenkammerl Platz nehmen. Im Ausschuss selbst sitzt der nächste Herr. Und der kennt die Herren, die da am Strafbankerl sitzen, um mit Peter Pilz zu reden, sehr, sehr gut. Das ist der Herr Hafenegger von der FPÖ und der ist jetzt gleich bei Fellner Live.